Bei einem Thema wie Dschihadismus und Radikalisierung ist es meines Erachtens wichtig, obwohl die mediale Aufmerksamkeit in den letzten Monaten wieder ein bisschen zurückgegangen ist, doch sich etwas genauer anzuschauen, von welchen Begriffen wir hier reden. Und bei allen Themen, die medial doch eine Zeit lang sehr gehypt worden sind, ist es nämlich manchmal mehr schwierig zu sagen, von was wir eigentlich reden. Zunächst einmal mag es banal klingen, aber es scheint mir wichtig festzuhalten, dass der Islam als solches eine Religion darstellt und keine politische Ideologie und als Weltreligion eben eine Religion ist, die von verschiedensten Interpretationen, von verschiedensten Konflikten gekennzeichnet ist innerhalb des Islams. Genauso wie das Christentum oder das Judentum gibt es eben nicht einen Islam, sondern unterschiedlichste Interpretationen, unterschiedlichste theologische Schulen, im Christentum würde man sagen Konfessionen, aber eben auch unterschiedlichste moderne Zugänge zum Thema. Wenn wir jetzt von einer Politisierung des Islams sprechen, dann sprechen wir eigentlich von einem relativ modernen Phänomen. Warum? Weil es erst eigentlich seit der Entstehung moderner Staatlichkeit überhaupt eine Frage ist, ob Religion und Staat getrennt ist oder nicht. Als Politikwissenschaftler, der ich bin, muss ich ja festhalten, dass so etwas wie moderne Staatlichkeit eigentlich erst in einer Koevolution mit dem Kapitalismus entstanden ist. Also auch in Europa etwas relativ Junges ist, was man frühestens mit den italienischen Stadtstaaten in der Renaissance festmachen kann, in den meisten Teilen Europas eigentlich erst im 18., 19. Jahrhundert. In der islamischen Welt, in den Kernregionen der islamischen Welt, ist moderne Staatlichkeit etwas, was eigentlich erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Osmanischen Reich mit den sogenannten Tanzimat-Reformen ein Thema geworden ist. Und erst damit stellt sich auch die Frage, ob es so etwas wie Trennung von Religion und Staat oder eben gemein oder eben ein In-Eins-Fallen von Religion und Staat überhaupt geben kann, weil es davor eben keinen modernen Staat gegeben hat. Gleichzeitig ist aber das die Zeit, in der auch die Kernregionen der islamischen Welt zunehmend von Krisen gekennzeichnet sind. Sie wissen, dass im Mittelalter die islamische Welt die weltweit fortschrittlichste Region überhaupt war, enorme technologische Fortschritte erlebt hat im Vergleich auch zu Europa, aber eben im Zuge der Neuzeit, der Kolonialisierung im Vergleich zu Europa ins Hintertreffen geraten ist. Und im 19. Jahrhundert wird das zunehmend sichtbar, auch für Intellektuelle in der islamischen Welt. Und sie stellen sich die Frage, warum nun die islamischen Gesellschaften im Vergleich zu Europa ins Hintertreffen geraten sind. Ganz besonders drängend wird diese Frage dann im 20. Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg, als immer mehr Gebiete der islamischen Welt von europäischen Mächten beherrscht werden, europäische Protektorate werden und das Kalifat schließlich 1924 endgültig abgeschafft wird von der türkischen Republik. Und in dieser Sichtbarkeit von Krisenphänomenen in der islamischen Welt gibt es jetzt unterschiedliche Antworten auf die Frage, warum nun die islamische Welt im Vergleich zu Europa ins Hintertreffen geraten ist. Es gibt modernistische Antworten, die entweder Nationalstaaten, Nationalismen propagieren, es gibt modernistische Antworten, die liberale Verfassungsstaaten propagieren, es gibt ab dem 20. Jahrhundert auch zunehmend marxistische Bewegungen in der islamischen Welt. Aber es gibt auch islamische Intellektuelle, die auf diese Frage die Antwort finden, dass die islamische Welt vom wahren Islam abgewichen wäre und zurück zu den Ursprüngen des Islams finden müsste. Jetzt weiß man natürlich genauso wenig über die Ursprünge des Islams, wie man über die Ursprünge des Christentums oder die Ursprünge des Judentums weiß, das sind immer nachträgliche Rekonstruktionen. Das heißt, diese islamischen Intellektuellen, die dieses Zurück zum Ursprung des Islams
wollten, waren sich selbst nicht einig darüber, wie diese ursprüngliche islamische Gesellschaft denn genau im Detail ausgesehen haben möge. Sie haben aber diese rückwärtsgewandte Utopie in die Welt gesetzt, dass gewissermaßen die ursprüngliche Umma, die ursprüngliche Gemeinschaft der Gläubigen, wiederherzustellen wäre und dass die islamische Tradition, die islamische Theologie, die islamische Philosophie, die sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat, gewissermaßen ein Irrweg war, den man beiseite zu schieben hätte und zurück zu den Ursprüngen des Islams gehen müsste. Diese Bewegung, die sich an den sogenannten frommen Altvorderen orientiert hat, ist nach dem arabischen Begriff dafür als Salafia bezeichnet worden. Das, was man auf Deutsch heute Salafiten nennt. Die ursprünglichen Salafiten des 19. Jahrhunderts haben damit allerdings nicht jenes rigide und politische Weltbild vertreten, das heutige politische Salafiten vertreten, sondern sie haben teilweise geradezu in der Reformfähigkeit des frühen Islam eine wesentliche Eigenschaft dieses frühen Islam gesehen und haben sich eher als Reformer der islamischen Welt betrachtet. Aber sie haben damit die Idee in die Welt gesetzt, dass gewissermaßen die bestehende islamische Welt vom wahren Islam abgefallen wäre und es ein Zurück zu den Ursprüngen geben müsste. Also sie haben eine rückwärtsgewandte Utopie in die Welt gesetzt. Und im 20. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat sich diese Idee der ursprünglichen Salafia dann mit anderen Formen des politischen Islam, nämlich im Wesentlichen mit einer radikalisierten Variante der 1928 gegründeten Moslembruderschaft und dem sogenannten wahhabitischen Islam aus dem heutigen Saudi-Arabien, zu dem verbunden, was man dann als politische Salafia bezeichnet hat. Also aus dieser allgemeinen und noch recht diffusen Idee einer Rückkehr zum ursprünglichen Islam ein politisches Programm gemacht hat, der Wiedererrichtung eines Kalifats, einer utopisch verstandenen islamischen politischen Ordnung, die schließlich mit dem Bruch mit den islamischen Gesellschaften zum Dschihadismus wurde. Wie ist dieser Bruch mit den islamischen Gesellschaften entstanden? Das ist letztlich etwas, was unter anderem, es gibt mehrere Ursprünge, aber unter anderem in Ägypten seinen Ausgang genommen hat. Da hat sich ja bekanntlich 1952 ein arabisch-nationalistisches, linksnationalistisches Regime an die Macht geputscht unter Gamal Abdel Nasser, der die verschiedenen Strömungen des politischen Islams sehr stark unterdrückt hat und dabei Vertreter des politischen Islams inhaftiert, gefoltert und ermordet hat. Einer der Intellektuellen aus der Moslembruderschaft, Said Qutb, hat im Gefängnis solche Gefängnismassaker mit angesehen und überlebt und hat daraus eben den Schluss gezogen, dass die islamischen Gesellschaften vom Islam abgefallen wären und in die Zeit der vorislamischen Ignoranz, auf Arabisch Jahiliyyah, zurückgefallen wären. Und dass es eben darum ginge, mit diesen vom Islam abgefallenen Gesellschaften zu brechen und eben auch die islamischen Gesellschaften zu bekämpfen. Praktisch ist diese Idee dann geworden in Afghanistan in den 1980er Jahren, als verschiedene solche Gruppen aus der gesamten islamischen Welt nach Afghanistan gekommen sind, um dort die bösen atheistischen Kommunisten zu bekämpfen. Damals noch unterstützt durch den Westen, wie Sie wissen. Und aus diesen Netzwerken von Afghanistan-Kämpfern sind schließlich die ersten dschihadistischen Gruppen entstanden. Die Al-Qaida von Osama bin Laden ist entstanden aus so einem internationalen Netzwerk an Kämpfern in Afghanistan. Was unterscheidet jetzt dschihadistische Interpretationen des Islams von allen anderen Interpretationen des Islams, auch von anderen Interpretationen eines politischen Islam? Das sind im Wesentlichen zwei
ideologische Fragen. Das erste ist der Takfir und das zweite ist die Frage des Dschihad. Was ist mit Takfir gemeint? Takfir heißt auf Arabisch eigentlich nichts anderes wie Trennung. Gemeint ist damit aber, dass sich Muslime das Recht herausnehmen, zu entscheiden, wer Muslim ist und wer nicht Muslim ist. Die klassische Rechtsmeinung, auch von konservativen Muslimen, die aber nicht Takfir betreiben, ist, dass jeder Muslim ist, der bekennt, dass es keinen Gott außer Gott gibt und Mohammed der Prophet Gottes ist. Das ist die Schahada, das Glaubensbekenntnis des Islam. Und grundsätzlich ist jeder, der das glaubt, Muslim. Egal, ob er sich an alle Gebote des Islams hält, ob er sozusagen ein gottesfürchtiges Leben führt oder nicht. Wenn er das nicht tut, ist er eben ein Sünder. Aber er bleibt Muslim, solange er glaubt, dass es keinen Gott außer Gott gibt und Mohammed der Prophet Gottes ist. Aus Sicht eines Takfiris ist jeder, der in minimalen Fragen von der eigenen Interpretation des Islams abweicht, ein Apostat, also jemand, der vom Glauben abgefallen ist. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt. Ich möchte es Ihnen an einem konkreten Beispiel sagen und erklären und vielleicht werden Sie dann auch sehen, warum das so wichtig ist für das dschihadistische Denken. Stellen Sie sich einmal vor, einen klassischen Imam, der mag auch sehr konservativ sein, aber er ist eben nicht dschihadistisch, der wird einen Muslim, der glaubt, dass es keinen Gott gibt außer Gott und Mohammed der Prophet Gottes ist, als Muslim betrachten, auch dann, wenn er eben Alkohol trinkt, wenn er Schweinefleisch isst, selbst wenn er einmal in der Woche in den Swingerclub geht. Er bleibt ein Muslim. Er ist natürlich Sünder und kommt dann in die Hölle, aber er bleibt Muslim. Aus Sicht des Takfiris ist jemand, der auch nur in minimalen Fragen von der eigenen Interpretation, von der dschihadistischen Interpretation des Islams abweicht, bereits ein Apostat. Und auf Apostasie steht, also auf Glaubensabfall, steht in zumindest der dschihadistischen Version des islamischen Rechts nicht irgendwie die Verbannung und Verdammung im Jenseits, sondern die diesweltliche Bestrafung durch den Tod. Und das ist auch der Grund, warum es wesentlich mehr muslimische Opfer von dschihadistischen Gruppen gibt, als nicht-muslimische Opfer. Trotz der Massaker des sogenannten Islamischen Staates im Sommer 2014 gegen Jesiden und teilweise auch Christen, gibt es bis heute viel, viel mehr Opfer, also muslimische Opfer von Dschihadisten, wie andersgläubige Opfer von Dschihadisten. Und das hat damit zu tun, dass Dschihadisten eben in der überwiegenden Mehrheit der Muslime weltweit keine Muslime sehen, sondern vom Glauben abgefallene Apostaten. Ganz besonders gilt das für schiitische Gruppen, aber auch für die Mehrheit der Sunniten. Der zweite Punkt ist die Frage des Dschihad. Wer hat das Recht, den Dschihad auszurufen und wer hat die Pflicht, in den Dschihad zu ziehen? Der Dschihad-Begriff ist ein sehr schwieriger Begriff, auch auf Arabisch. Er wird bei uns oft fälschlicherweise als heiliger Krieg übersetzt. Mit Krieg hat der Begriff etymologisch nichts zu tun. Ja, Krieg heißt auf Arabisch Harb und damit hat Dschihad nichts zu tun. Dschihad kommt von Jahada, sich anstrengen. Es gibt aber zweifelsohne neben einer Bedeutung der inneren Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, der sogenannte große Dschihad, auch eine Bedeutung des Dschihad-Begriffs, der sogenannte kleine Dschihad, als militärische Auseinandersetzung. Da gibt es eine lange Debatte unter islamischen Rechtsgelehrten darüber, wann jetzt sozusagen der Fall eines Dschihads eintritt. In den meisten Fällen waren die islamischen Gelehrten der Meinung, dass der Dschihad ein Verteidigungskrieg der muslimischen Umma gegen einen Angriffskrieg von Nichtmuslimen war. Es gibt aber auch historische Interpretationen, zum Beispiel vom mittelalterlichen Gelehrten Ibn Taymiyyah, auf den sich sehr viele Dschihadisten heute beziehen,
die von einem offensiven Dschihad sprechen, also einem Dschihad zur Verbreitung des islamischen Herrschaftsgebiets. Diese Interpretation hat sich nie durchgesetzt, aber selbst diese Interpretation ist davon ausgegangen, dass grundsätzlich der Herrscher den Dschihad zu organisieren hat und die Gemeinschaft der Muslime, die Umma insgesamt, die Pflicht hat, dann den Dschihad zu kämpfen und nicht der einzelne Muslim. Aus heutiger dschihadistischer Sicht wird der Dschihad allerdings als religiöse Pflicht jedes einzelnen Muslims betrachtet. Da gibt es auch eine Bezeichnung dafür in der islamischen Theologie bzw. Rechtswissenschaft, Fard al-Ain. Das heißt, die individuelle Beteiligung am Dschihad wird aus dschihadistischer Sicht zu einer ähnlichen religiösen Pflicht, wie etwa das Pflichtgebet fünfmal am Tag oder das Fasten während des Ramadan. Und wenn Sie das jetzt zusammendenken, Takfir und Dschihad als individuelle religiöse Pflicht, dann sehen Sie, dass wenn man einmal sozusagen diese Grundannahmen, diese Grundprämissen akzeptiert hat, es eigentlich keine Möglichkeit gibt, nur mit dschihadistischen Gruppen zu sympathisieren, sondern dass es dann eigentlich nur die Möglichkeit gibt, aktiv an diesem Dschihad teilzunehmen, wenn man nicht, Stichwort Takfir, als Apostat von der Gemeinschaft der wahren Gläubigen abfallen will. Als dieses Gerüst quasi, dieses intellektuelle Gerüst, können Ihnen natürlich nur dschihadistische Ideologen oder Intellektuelle im Detail erklären. Und die können Ihnen das noch viel detaillierter erklären, wie ich jetzt. Für viele der europäischen Anhänger des Dschihadismus spielen eher Versatzstücke dieses Weltbilds eine Rolle, die sich vermischen mit so einem jugendkulturellen Pop-Dschihadismus. Gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist vielleicht diese Ideologie nicht in der Gesamtheit präsent, sondern eher Versatzstücke davon, die sich eben mit Abenteuerlust, mit verschiedenen Elementen von Jugendkultur mischen. Seit 2013, also mittlerweile eigentlich seit 4 Jahren, gibt es neben dem Netzwerk der Al-Qaida, die eben in Afghanistan entstanden ist und weltweit bekannt geworden ist durch die Angriffe auf das World Trade Center in New York, 9/11, noch ein zweites dschihadistisches Netzwerk, das 2014 traurige Berühmtheit erlangt hat nach der Eroberung von Mosul und den genozidalen Massakern gegen die Jesiden am Jebel Sinjar oder auf Kurdisch Jayaye Jingal. Was unterscheidet jetzt diese beiden Netzwerke? Letztlich kommt der sogenannte Islamische Staat aus der Al-Qaida. Der Islamische Staat ist ursprünglich als Teilorganisation der Al-Qaida, als Franchise-Nehmer könnte man sagen, der Al-Qaida im Irak entstanden. Er ist eine Nachfolgeorganisation der Al-Qaida im Zweistromland, die von Jordanier Zarqawi 2004 nach der Invasion der USA im Irak gegründet worden ist. Aber es gibt einige Unterschiede. Der erste große Unterschied ist, dass sie eine unterschiedliche Strategie angewandt haben. Es gab im internationalen Dschihadismus schon lange vor der Gründung des sogenannten Islamischen Staates 2 strategische Schulen und eine Debatte darum, ob zuerst der sogenannte ferne Feind oder der nahe Feind zu bekämpfen ist. Der ferne Feind, das war im dschihadistischen Weltbild die USA, die Verschwörung aus Amerikaner, Juden, Kapitalisten, Bolschewiken, eben die jüdisch-bolschewistisch, kapitalistisch-amerikanische Weltverschwörung, aus Sicht der Dschihadisten natürlich. Der nahe Feind, das waren die jeweils eigenen
autoritären Regime, das für einen ägyptischen Dschihadisten das vermeintlich säkulare Regime von Ägypten, für einen irakischen Dschihadisten das vermeintlich säkulare Regime im Irak. Die alte Al-Qaida hat in ihrer Zentrale eigentlich immer das Konzept verfolgt, den fernen Feind zu bekämpfen. Deshalb auch die Angriffe auf spektakuläre Ziele in den USA, auf amerikanische Botschaften in Ostafrika und so weiter und so fort. Zarqawi hat von Anfang an, also der Gründer der Al-Qaida im Zweistromland, hat von Anfang an das Konzept verfolgt, in der Region Territorium zu erobern und die lokalen Herrscher zu bekämpfen. Der IS hat deshalb auch versucht, ein Territorium unter Kontrolle zu bringen und hat 2014 eben behauptet, ein Kalifat ausgerufen zu haben. Dieses Territorium ist, wie wir wissen, im Moment zu einem minimalen Rest geschrumpft. Und mit der militärischen Niederlage des IS in der Region kehrt der IS aber zunehmend, dazu werde ich später noch einiges sagen, zur alten Taktik der Al-Qaida des Kampfs gegen den fernen Feind zurück. Also das heißt, dieser strategische Unterschied ist seit 2015, 16 wieder sehr relativiert worden. Der zweite Unterschied ist, dass der IS wesentlich stärker antischiitisch ausgerichtet ist. Im Weltbild des sogenannten Islamischen Staates sind die Schiiten gewissermaßen die besonders perfiden inneren Feinde des Islams. Menschen, die behaupten, Muslime zu sein, nur um den Islam von innen zu zersetzen, weil sie eben keine echten Muslime sind. Und insofern, und das ist etwas, was leider in der europäischen Berichterstattung über den IS sehr viel zu kurz gekommen ist, sind die schiitischen Gruppen durch den IS noch brutaler und noch schlechter behandelt worden, wie alle anderen religiösen Minderheiten. Für Christen gab es im sogenannten Islamischen Staat theoretisch die Möglichkeit, durch die Bezahlung einer Kopfsteuer, einer sogenannten Jizya, als Christen weiterleben zu dürfen. Unter sehr, sehr prekären Bedingungen, aber doch. Und es gab tatsächlich, jetzt wo im Herbst die kurdischen Truppen die Hauptstadt des IS befreit haben, Raqqa, gab es tatsächlich ein Dutzend Christen, die noch übrig waren und die vom IS befreit worden sind. Die Jesiden wurden versklavt, teilweise getötet, hatten aber die Möglichkeit, zum sunnitischen Islam zu konvertieren und am Leben zu bleiben. Bei den Schiiten gab der IS nicht einmal diese Möglichkeit mehr. Die Schiiten durften in der Phase der Expansion des sogenannten Islamischen Staates nur so lange zum sunnitischen Islam konvertieren, solange die Stadt, in der sie lebten, nicht vom IS erobert worden ist. Wenn einmal eine Stadt erobert wurde, fielen die Schiiten, wie der IS es formuliert hat, unter das Schwert, da gab es sozusagen nur mehr den Tod. Und diese Bilder, die sie damals gesehen haben von Massenerschießungen, wo die Menschen ähnlich wie im Krieg der Wehrmacht im Osten, im Zweiten Weltkrieg, sich ihre eigenen Massengräber ausheben mussten und dann erschossen worden sind, das sind Bilder, die großteils schiitische Gefangene des sogenannten Islamischen Staats betreffen. Der dritte Punkt ist, dass der sogenannte Islamische Staat wesentlich stärker apokalyptisch ausgerichtet ist als die alte Al-Qaida. Diese apokalyptische Weltsicht, also diese Weltsicht auf ein Weltende hingerichtet, ist auch in der englischsprachigen Zeitschrift des sogenannten Islamischen Staates lange sichtbar geworden, die sich Dabiq genannt hat. Mittlerweile gibt es die nicht mehr, weil die Stadt Dabiq, nach der sie benannt worden ist, mittlerweile nicht mehr unter Kontrolle des sogenannten Islamischen Staates ist. Die Stadt Dabiq ist so etwas wie das islamische Pendant zum evangelikalen Armageddon. Es gibt ja in den USA auch evangelikale christliche Gruppen, die
in naher Endzeiterwartung leben und die glauben, dass es so etwas wie eine finale Endzeitschlacht in Armageddon geben soll. Und so ein ähnliches Bild von einer finalen Endzeitschlacht in Dabiq haben eben manche Gruppen wie der IS. Dass Dabiq dann doch relativ schnell gefallen ist und nicht mehr unter Kontrolle des IS war, konnte der IS aber mit dieser Endzeiterwartung relativ gut ideologisch verdauen. Denn asymmetrische Kriegsführung gehört gewissermaßen zu dieser Endzeiterwartung. Also es wird uns sozusagen schlechter gehen, wir werden Schlachten verlieren und ganz am Ende, wenn nur mehr ein kleines Häufchen von Gerechten da ist, dann wird uns Gott zur Hilfe kommen und wir werden dann doch noch siegen. Das ist so ein Bild, das durchaus vermittelbar ist im Weltbild vom sogenannten Islamischen Staat. Und das ist auch etwas, was wir jetzt berücksichtigen müssen, wenn wir darüber diskutieren wollen, ob die militärische Niederlage des sogenannten Islamischen Staates im Nahen Osten auch automatisch eine ideologische Niederlage dieser Ideologie ist und damit die Organisation verschwinden wird. Ich glaube nämlich nicht, um das vorwegzunehmen. Das beanspruchte Territorium, das dieses Kalifat, das im Juni 2014 ausgerufen worden ist, für sich in Anspruch genommen hat, war das. Das ist in Internetseiten, die dem IS entsprochen haben oder nahegestanden sind, verbreitet worden. Das war sozusagen die Fantasielandkarte des zukünftigen Kalifats. Real wurde nie sehr viel mehr kontrolliert wie dieses Territorium, das ihr hier gelb seht. Das ist ungefähr der Stand Oktober 2015. Das ist so der letzte Höhepunkt des sogenannten Islamischen Staates. Die erste große Niederlage hat der sogenannte Islamische Staat bei der Schlacht von Kobani Ende 2014, Anfang 2015 erlebt. Aber in einigen Städten war er immerhin 2-3 Jahre präsent. Ja. Die zweitgrößte Stadt des Irak, Mosul, ist immerhin von Juni 2014 bis zum Frühjahr 2017 vom IS kontrolliert worden. Also das sind schon längere Phasen. Der IS ist aber nicht das einzige dschihadistische Gebilde in der Region. Und mir kam in der medialen Berichterstattung immer zu kurz, dass die alte Al-Qaida weiter existiert. Und ich vermute, dass mit der Niederlage des IS möglicherweise die Spielart des Dschihadismus der alten Al-Qaida wieder attraktiver werden könnte. Auch die alte Al-Qaida hat im syrischen Bürgerkrieg Territorium kontrolliert. Und zwar die sogenannte Jabhat al-Nusra, die bis zum Juli 2016 auch offiziell Mitglied des Al-Qaida-Netzwerkes war, dann formal ausgetreten ist, weil sie gerne in einer zukünftigen Friedenslösung für Syrien beteiligt wären, sich zweimal umbenannt hat, mittlerweile nach der Fusion mit einigen kleineren Gruppen heißt die Gruppierung Hayat Tahrir al-Sham. Sie kontrolliert ein wesentlich kleineres Territorium wie das Territorium, das der IS in seiner Hochphase kontrolliert hat, aber ein sehr dicht besiedeltes Territorium, hier etwa im Westen von Aleppo. Und vor allem ist das ein Gebiet, das wirtschaftlich wesentlich wichtiger ist als das IS-Gebiet. Und die Hayat Tahrir al-Sham scheint mir auch wesentlich stärker in Teilen der syrischen Bevölkerung verankert zu sein, als der sogenannte Islamische Staat, der sehr stark auf Foreign Fighters, also auf Kämpfer von Europa oder von anderen islamischen Ländern aufgebaut hat. Mit dieser Spaltung zwischen Al-Qaida und IS 2013 haben sich auch weltweit verschiedene dschihadistische Gruppen aufgespalten. Zum klassischen Islamischen Staat hat auch der IS in Libyen gezählt, der phasenweise ein Viertel der Küste Libyens kontrolliert hat, sich jetzt zurückgezogen hat in die Sahara.
Zu diesem Gebilde hat auch Boko Haram gezählt, die Organisation, die Sie vielleicht aus Nigeria kennen, von der Entführung von Schulmädchen. Es gibt auch eine Gruppe in Afghanistan, eine in Jemen. Was für uns in Österreich aber besonders wichtig ist, ist, dass sich die Mehrheit der Kommandanten des sogenannten Islamischen Emirats im Nordkaukasus zum IS bekannt haben und zu einem Vilayat des sogenannten Islamischen Staates geworden sind, also einer Provinz des Islamischen Staates. Was ist das Islamische Emirat im Nordkaukasus? Das ist die dschihadisierte Variante oder die dschihadisierte Nachfolgeorganisation der tschetschenischen Republik Ichkeria. Der tschetschenische Widerstand gegen Russland in den 1990er Jahren war am Anfang weitgehend säkular. Ein Teil dieses tschetschenischen Widerstands, das könnte man jetzt auch ausführlich erklären, warum, hat sich aber zunehmend dschihadisiert und dieser tschetschenische Widerstand hat sich gespalten. Es gibt heute noch säkulare Nationalisten, die aber überwiegend im Exil sind, hier in Europa. Aber es gibt eben auch eine dschihadisierte Variante des tschetschenischen Nationalismus, die unter Doku Umarov ein islamisches Emirat im Nordkaukasus ausgerufen hat. Und von dem haben sich die Mehrheit der sogenannten Feldkommandanten dann eben im Herbst 2014 dem IS angeschlossen. Bei der alten Al-Qaida ist neben der Zentrale in Afghanistan und Pakistan unter Jabhat al-Nusra, zumindest bis 2016, auch die Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel geblieben. Das ist eine Organisation, die im jemenitischen Bürgerkrieg auch Territorium unter Kontrolle gebracht hat. Und was, glaube ich, auch noch relativ wichtig ist, sind die sogenannten Shabab-Milizen in Somalia, die auch zur Al-Qaida zählen. Der sogenannte IS hat 2014 nach dieser Ausrufung des Kalifats seine Anhänger in Europa dazu aufgefordert, in den Islamischen Staat auszuwandern. Er hat relativ geschickt dazu in einer Analogie zur Frühzeit des Islams zur Hijra aufgerufen. Und die Hijra, das war ursprünglich die Auswanderung des Propheten von Mekka nach Medina. Und mit dieser Aufladung, mit dieser religiösen Aufladung dieser Auswanderung ist natürlich eine Sinngebung auch verbunden gewesen. Der IS spielt immer wieder in seiner Wortwahl auf die frühe Geschichte des Islams an und vermittelt damit unterschwellig seinen Anhängern, dass sie sozusagen eine historische Mission zu erfüllen haben. Das ist übrigens eine Art, die Titelseite von einer Art Reiseführer für Dschihadisten, der abgefangen worden ist in der Türkei, so ein Lonely Planet für Dschihadis, wo noch drin steht, wo man in Urfa gut Kebab essen kann und wie man dann bei Akçakale und Tal Abyad über die Grenze nach Raqqa kommt. Diese Grenze, über die auch die meisten österreichischen Dschihadisten gegangen sind, hat im Frühjahr 2015, als ich dort einmal mir das genauer angeschaut habe, so ausgesehen. Ihr seht hier den letzten türkischen Panzer. Den Stacheldraht, den ihr hier seht, und die Eisenbahnlinien, das ist die wirkliche Grenze zu Syrien. Die syrische Grenze ist entlang der von den Deutschen gebauten Bagdadbahn gezogen worden nach dem Ersten Weltkrieg. Und da hinten ist die Stadt Al-Abyad und da seht ihr in der Ferne eine Fahne des sogenannten Islamischen Staates. Diese Grenze hat zwischen 2013 und Sommer 2015 gehalten. Da herrschte zumindest ein Waffenstillstand zwischen Türkei und dem IS. Das war eine Grenze zwischen dem Islamischen Staat und der Türkei. Ob die Türkei den IS direkt unterstützt hat oder nicht, wie das manche behaupten, lässt sich meines Erachtens bis heute nicht zweifelsfrei belegen. Das wäre unseriös, das zu behaupten, aber es ist durchaus möglich, dass es über Geheimdienstkontakte auch mehr als nur eine Koexistenz gegeben hat. 2015
15 im Sommer haben dann die kurdischen Einheiten der YPG und YPG, also der Volks- und Frauenverteidigungseinheiten, diese Stadt Tal Abyad erobert. Das ist jetzt ein Bild, das ich im September 2016 gemacht habe, in Tal Abyad. Also sozusagen fast dasselbe Bild wie vorher, nur von der anderen Seite der Grenze in Syrien. Da wehen schon die Fahnen der YPG und YPG über einem Käfig in der Innenstadt. In diesen Käfig wurden während der IS-Herrschaft Raucher eingesperrt. Das war so eine Art Pranger für Menschen, die das Gebot oder die Anordnung des IS zum Rauchverbot nicht erfüllt haben. Die stärksten Gegner des IS in Syrien waren diese Volksverteidigungskräfte, YPG und die Frauenverteidigungskräfte, YPG, der Kurdinnen und Kurden, die sich nach dem Erfolg bei Tal Abyad dann mit säkularen und linken arabischen und turkmenischen Einheiten zu den syrischen demokratischen Kräften, Syrian Democratic Forces, zusammengeschlossen haben. Diese ersten militärischen, die ersten großen militärischen Niederlagen des IS eben im Frühling 2015 führen dazu, dass sich schon eine Strategieänderung abzeichnet. Man könnte die Entwicklung des IS ganz gut auch in meinen PowerPoint-Folien nachvollziehen. Vor einem Jahr war da noch neue Strategie seit 2015 mit Fragezeichen. Irgendwann habe ich das Fragezeichen gelöscht, weil irgendwie klar war, dass die neue Strategie, dass eine neue Strategie da ist. Begonnen hat das Ganze nämlich im Frühling 2015 mit der Aufforderung an die europäischen Anhängerinnen und Anhänger, nicht mehr unbedingt in den IS zu kommen, sondern in Europa Anschläge durchzuführen. Das war eine Aufforderung, die auf Deutsch von einem deutschsprachigen ehemaligen Rapper, der als Rapper noch unter, also als Gangster-Rapper sozusagen, noch unter dem Namen Desodoc aufgetreten ist. Und weil es eben auf Deutsch gesungen worden ist oder gerappt worden ist, eindeutig an das deutschsprachige Publikum gerichtet war, wo er den Anhängerinnen und Anhängern sagt, wenn ihr nicht nach Syrien kommen könnt, dann macht in Europa was. Und wenn es nur das ist, dass ihr ein Messer nehmt und euren Nachbarn ins Jenseits befördert. Das ist zum Glück nicht massenhaft befolgt worden, diese Aufforderung. Aber am 13. November 2015 ist dann mit den Anschlägen in Paris und am 22. März 2016 in Brüssel eine neue Qualität dschihadistischer Gewalt durch den IS in Europa sichtbar geworden. Das waren gut organisierte Anschläge, das waren nicht irgendwelche spontanen Täter hier, das war wahrscheinlich vielleicht nicht im Detail in Syrien geplant, aber so doch im Großen und Ganzen etwas, was eine von Spezialisten durchgeführte Operation war, sage ich jetzt einmal. Ja, also das war wirklich der IS selbst. Seither hat es eine Reihe von kleineren Anschlägen in Europa gegeben, die eher so selbst gestrickt waren von Anhängern in Europa, die quasi als Trittbrettfahrer im Namen des IS Anschläge durchgeführt haben. Aber selbst bei diesen Anschlägen ist es teilweise so gewesen, zum Beispiel beim Berliner Anschlag vor einem Jahr, als ein Autofahrer in den Christkindlmarkt, also das heißt glaube ich in Berlin nicht Christkindlmarkt, das wird dort Weihnachtsmarkt oder so heißen, hineingefahren ist, da haben Ermittlungen später ergeben, dass der Täter, obwohl er sozusagen von sich aus gehandelt hat und nur ein Täter war, mit über Social Media in direktem Kontakt mit einem bisher noch nicht bekannten Ansprechpartner des sogenannten Islamischen Staates war. Also auch das, solche Anschläge werden teilweise in Akkordierung mit Leuten des IS durchgeführt. Was mir wichtig ist, ist festzuhalten, dass diese ganzen Anschläge in Europa, so sehr sie uns vielleicht in Europa beunruhigen mögen, nicht ein Zeichen einer neuen Stärke des IS wären, sondern geradezu umgekehrt. Sie sind Ausdruck der Schwäche des IS, weil der IS in der Region eben nicht mehr fähig ist, sein Territorium zu halten oder gar zu erweitern.
greift auf die alte Taktik der Al-Qaida zurück und versucht jetzt wieder in Europa Anschläge durchzuführen. Diese Gefahr von Anschlägen in Europa wird uns deshalb auch wahrscheinlich noch einige Jahre begleiten. Wir können nicht damit rechnen, dass das sofort zu Ende ist, nur weil die Zentrale und die Landbasis des IS im Nahen Osten zerstört ist. Der IS als Organisation wird den IS als Parastaat, als staatsähnliches Gebilde überleben. Ob diese Anschläge auch eine politische Gefahr für Europa sind oder nicht, wird aber ganz stark davon abhängen, wie wir darauf reagieren. Man darf nicht vergessen, so schrecklich diese Anschläge sind, es sterben immer noch wesentlich mehr Europäerinnen und Europäer im Straßenverkehr oder bei Freizeitsportarten wie Skifahren und Ähnlichem. Insofern, so schlimm jeder als einzelne dieser Opfer ist, politisch gefährlich können uns diese Anschläge nur werden, wenn wir Europäer so darauf reagieren, wie der sogenannte Islamische Staat will, dass wir darauf reagieren. Und was will jetzt der sogenannte Islamische Staat? Vergessen wir nicht, mit welchem Erfolgsrezept der sogenannte Islamische Staat im Nahen Osten groß geworden ist. Entstanden im Irak hat der IS ab 2004 sehr stark auf Anschläge gegen die schiitische Bevölkerung im Irak gesetzt. Und zwar am Anfang nicht nur aus Hass gegen die Schiiten, dieser Hass ist eher sogar später ideologisiert worden, sondern aus taktischen Gründen. Und das ist keine Interpretation meinerseits, sondern der CIA hat einen Briefwechsel zwischen Zarqawi und Zawahiri abgefangen, also zwischen dem Gründer der Vorgängerorganisation des IS im Irak und der Nummer 2 von Al-Qaida, also der Nummer 2 damals, heute Nummer 1, damals hinter Osama bin Laden, Zawahiri. Und in diesem Brief ging es um eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Herren, um die Frage, ob das wahllose Töten von Schiiten sinnvoll ist oder nicht. Zawahiri kritisiert offenbar Zarqawi und Zarqawi erklärt ihm dann seine Strategie. Und diese Strategie war, also er erklärt ihm, die Mehrheit der Sunniten im Irak wäre politisch nicht bewusst. Und sie würden erst erkennen, welche Gefahr die Schiiten sind, wenn man es schaffen würde, die Schiiten zu einem militärischen Gegenschlag gegen die Sunniten zu provozieren. Übersetzt, nur wenn wir es schaffen, einen konfessionalisierten Bürgerkrieg im Irak herbeizubomben, können wir uns als Speerspitze der Sunniten in Szene setzen und werden von einer kleinen, isolierten Kaderorganisation zu einer Massenorganisation. Im Irak hat der IS also ganz bewusst, die Vorgängerorganisation des IS, also ganz bewusst einen konfessionalisierten Bürgerkrieg herbeigebombt und ist damit von einer kleinen Terrororganisation zu einer staatsähnlichen Organisation geworden. Wenn der IS also heute Anschläge in Europa durchführt, tut er das nicht nur in der Absicht, uns Europäerinnen und Europäern Angst und Schrecken, der eigentliche Wortbedeutung von Terror, einzujagen, sondern auch in der Absicht, antimuslimische Gegenreaktionen hervorzurufen. Dem IS kann nichts Besseres passieren, als dass nach einem Anschlag in Europa Europäerinnen und Europäer auf Moscheen losgehen, auf Muslime losgehen, dass Staaten antimuslimische Gesetze erlassen und Ähnliches. Denn der Mythos, den der IS versucht, unter jungen Muslimen in Europa zu verbreiten, ist der, dass Europa, dass die säkularen Staaten in Europa den Islam verfolgen und dass im Lande der Kuffar, der Ungläubigen, es nicht möglich ist, als gläubiger Muslim zu leben. Und glauben Sie mir, ich habe in den letzten Jahren sehr viele Interviews mit Dschihadisten geführt, auch in österreichischen Justizanstalten, mit verurteilten Menschen, die nach § 2
78b terroristische Vereinigung verurteilt worden sind. Und alle diese Menschen haben argumentiert damit, dass ja die österreichische Gesellschaft und der österreichische Staat so furchtbar antimuslimisch wären. Sie haben argumentiert mit dem Niqab-Verbot, das vor kurzem eingeführt worden ist. Sie haben auch argumentiert mit dem Wahlsieg der FPÖ und einer zunehmend, von Ihnen zumindest, als anti-islamischer wahrgenommenen ÖVP. Und das, all das ist sozusagen Wasser auf die Mühlen der dschihadistischen Argumentation. Und die Frage ist einfach, schaffen wir es als europäische Gesellschaften, mit einer gewissen Gelassenheit auch auf Anschläge zu reagieren und dafür zu sorgen, dass sich die Mehrheit der Muslime, ganz besonders die jungen Muslime in Europa, aufgrund unserer Reaktionen darauf nicht von den europäischen Gesellschaften entfremdet fühlt. Diese Entfremdung ist nämlich ein zentrales Moment bei der Radikalisierung junger Europäerinnen in Richtung Dschihadismus. Aber lassen Sie mich, bevor wir über diese Radikalisierung sprechen, noch kurz innehalten. Nicht alle Menschen, die aus Europa nach Syrien oder in den Irak gefahren sind, um sich am IS oder an anderen dschihadistischen Gruppierungen zu beteiligen, sind in Europa auch radikalisiert worden. Ich möchte mal unterscheiden zwischen Mobilisierung und Radikalisierung. In Österreich haben wir einen relativ hohen Anteil an tschetschenischen Flüchtlingen, die vor 10, 15 Jahren nach Österreich gekommen sind. Das sind ungefähr 25.000 bis 30.000 Personen. Innerhalb dieser tschetschenischen Fluchtmigration oder innerhalb dieser tschetschenischen Diaspora haben wir natürlich alle politischen Strömungen, die es aus Tschetschenien gibt, auch hier in Österreich. Und ein Teil dieser tschetschenischen Diaspora sympathisiert natürlich auch mit diesem Islamischen Emirat im Nordkaukasus, von dem ich euch vorher schon erzählt habe. Ich betone ein Teil. Es gibt sehr viele säkulare tschetschenische Oppositionelle, auch Anhänger der gegenwärtigen tschetschenischen Regierung und Leute, die eigentlich versuchen, von der Politik nur davon zu kommen. Aber bei 25.000 bis 30.000 Menschen ist natürlich auch ein bestimmter Prozentsatz von Anhängern des Kaukasus-Emirats schon so, dass wir von ein paar tausend Menschen sprechen. Das sind Leute, die in Österreich nie auch nur geplant hatten, einen Anschlag zu machen, die aber gewisse Elemente des dschihadistischen Weltbilds aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Islamischen Emirat im Nordkaukasus schon teilen, die vor allem aber den Syrienkrieg als Fortsetzung des eigenen Kriegs im Nordkaukasus sehen. Und warum? Weil nämlich dort ähnliche Akteure am Werk sind. Weil Russland auf der Seite des syrischen Regimes gekämpft hat und weiterhin kämpft. Und nicht nur Russland, sondern auch der pro-russische tschetschenische Präsident Ramzan Kadyrov, vor dem diese Leute geflüchtet sind, der im syrischen Bürgerkrieg mit eigenen tschetschenischen Truppen auf der Seite der syrischen Regierung involviert war und ist. Zum Beispiel nach der Eroberung von Aleppo durch die syrische Regierung, also Ost-Aleppo durch die syrische Regierung, hat Kadyrov eine ganze Brigade nach Aleppo geschickt von regimetreuen tschetschenischen Kämpfern, die auf der Seite des syrischen Regimes in Aleppo die Besatzungsarbeit übernommen haben. Aus Sicht eines tschetschenischen Anhängers des Islamischen Emirats im Nordkaukasus in Österreich hat es da eine gewisse Logik, sozusagen den Feind jetzt dort schlagen zu wollen, wo man ihn vielleicht schlagen kann, wenn man ihn nicht dort mehr schlagen kann, wo man eigentlich herkommt. Das heißt, aus der Logik dieses Teils der tschetschenischen Diaspora heraus kann ich es, ohne das jetzt natürlich rechtfertigen zu wollen, verstehen Sie mich nicht falsch, aber kann ich es bis zu einem bestimmten Grad nachvollziehen, dass man Syrien
nicht als gesonderten Konflikt betrachtet, sondern glaubt, dass man dort gewissermaßen den Krieg aus dem Nordkaukasus weiterkämpfen kann. Das heißt, viele von den Leuten, die dorthin gegangen sind, von den tschetschenischen Kämpfern aus Österreich, sind jetzt nicht unbedingt aus ideologischen Gründen hingegangen, haben sich in Österreich auch nicht unbedingt wahnsinnig radikalisiert, sondern sind schon mit diesen Positionen hierher gekommen, sondern sind nur nach Syrien gegangen, weil sie dort ihre eigenen Feinde bekämpfen konnten. Deshalb hier eher eine Mobilisierung. Das andere ist dann der Punkt Radikalisierung. Das sind dann wirklich Leute, die hier aus verschiedenen Gründen sich dem Dschihadismus zugewandt haben. Und da würde ich zwei große Gruppen unterscheiden. Da haben wir auch wieder relativ viele Menschen tschetschenischer Herkunft, aber auch bosniakischer Herkunft. Das sind aber jüngere Tschetschenen, die als Kinder nach Österreich gekommen sind und als Kleinkinder in Tschetschenien die gesamten Bürgerkriegserfahrungen mitgenommen haben. Die allermeisten jungen tschetschenischen Männer, die sich in irgendeiner Form versucht haben, an dschihadistischen Gruppen in Syrien und im Irak zu beteiligen, haben als 2-, 3-, 4-Jährige in Tschetschenien mit ansehen müssen, wie Familienangehörige vergewaltigt, getötet worden sind, sind oft schwer traumatisiert nach Österreich gekommen. Und diese Traumata sind nicht aufgearbeitet worden. Trifft auch auf sehr viele Menschen aus Bosnien zu. Es ist ein relativ geringes Angebot an Psychotherapie, ganz besonders ein geringes Angebot an gratis oder leistbarer Psychotherapie hier. Die meisten von diesen Menschen haben das nie wirklich aufgearbeitet. Und es gibt zwar keinen Automatismus, aber es gibt doch einen gewissen Zusammenhang zwischen solcher frühkindlicher Traumatisierung und einer nachholenden Gewalt als Heranwachsender. Sie kennen so ein Phänomen ein bisschen vom Thema sexualisierte Gewalt in der Familie her. Nicht jedes Opfer von sexueller Gewalt in der Familie wird selbst zum Missbrauchstäter später, aber sehr viele Missbrauchstäter sind in ihrer eigenen Kindheit missbraucht worden. Und so ähnlich ist das mit solchen Kriegstraumata, dass eine von mehreren Möglichkeiten, damit umzugehen ist, dass man dann, wenn man stark ist, wenn man herangewachsen ist, wenn man ein junger Mann geworden ist, aus der Perspektive des Täters das noch einmal durchspielt, was man vorher als Kind nur erlitten hat. Es ist natürlich nur eine Pseudoheilung, aber es ist auffällig, dass das eine relativ große Gruppe von den jungen Dschihadisten ist, die mit so einem Kriegstrauma als Kinder hergekommen sind. Also da spielt sozusagen die Kriegstraumatisierung und die Idee, den verlorenen Krieg der Väter noch einmal durchzuspielen, eine gewisse Rolle. Die zweite Gruppe, das sind in Österreich sozialisierte Jugendliche unterschiedlichster Herkunft, bei denen ich keine solche Kriegstraumatisierung erkennen kann. Viele von diesen Leuten kommen nicht aus religiösen Familien, es sind sogar Konvertiten dabei und da müssen wir uns schon fragen, und da müssen wir sagen, die Radikalisierung, die Gründe der Radikalisierung liegen in der eigenen Gesellschaft. Wo werden nun solche Personen radikalisiert? Ich bin übrigens mit dem Begriff Radikalisierung nicht wahnsinnig, mit dem Begriff werde ich eigentlich nicht wahnsinnig warm, weil mein Problem, also ich finde, es ist legitim, radikal zu sein. Radikal kommt von Radix Wurzel, man kann auch ein radikaler Verfechter von Menschenrechten sein, man kann auch eine radikale Feministin sein oder ein radikaler Umweltschützer, da ist nichts Böses dabei. Das Problem ist Fanatismus. Das Problem ist, wenn ich andere Menschen sozusagen mit Gewalt von meiner eigenen Position überzeugen will. Und leider hat sich allerdings in der Literatur der Begriff Radikalisierung für die Bezeichnung des Prozesses von Menschen
zu solchen extremistischen Ideologien durchgesetzt und nicht der Begriff der Fanatisierung oder so. Drum habe ich es jetzt halt lassen, aber die Fußnote sei mir erlaubt. Also wo finden solche Radikalisierungen, Fanatisierungen statt? Radikalisierungsprozesse sind immer Prozesse, das passiert nie von heute auf morgen. Das ist nie ein singuläres Ereignis, das jemanden plötzlich zum Fanatiker macht. Aber es sind manchmal schnellere, manchmal langsamere Prozesse und sie finden immer in irgendeinem sozialen Kontext statt. Für die meisten ist schlicht und einfach die eigene Peer Group, der eigene Freundeskreis, auf der Straße, an sozialen Brennpunkten, im Sportclub, Kampfsportclub, manchmal auch in der Schule, der Ort, wo man sich radikalisiert. Man bekommt sozusagen das durch Freunde, durch ältere Freunde manchmal auch vermittelt. Es gibt auch Orte, vor allem in Städten, in größeren, wo es gezielte Ansprache durch neosalafitische, dschihadistische Missionare auf der Straße gibt, ganz besonders an sozialen Brennpunkten. Das Internet spielt eine gewisse Rolle, allerdings kenne ich keinen einzigen Fall einer sogenannten Selbstradikalisierung, wie es manchmal in den Medien zu lesen war, wo jemand nur aus dem Internet sich durch das Anschauen von Videos zum Dschihadisten bekehrt hätte. Das ist eher etwas, was sich Leute dann zusätzlich anschauen, wenn sie schon einmal Feuer gefangen haben. Und schließlich spielen Moscheen schon eine gewisse Rolle, aber es gibt nur einige wenige extremistische Moscheen und in die gehen dann eher schon die, die bereits angesprochen worden sind von dieser Ideologie. Also man geht sozusagen in die extremistische Moschee, weil man sich für die dschihadistische Interpretation des Islams interessiert und man stolpert nicht einfach in eine dschihadistische Moschee und wird dann sozusagen in dieser bekehrt. Was es aber schon gibt, ist, dass teilweise dschihadistische Missionare, wenn man so will, in größere Moscheen gehen. In Wien gibt es zum Beispiel eine einzige Moschee, die auch wie eine Moschee ausschaut und ein Minarett hat. Der Imam dort will nicht, dass dort Dschihadisten auftauchen, aber es gibt dort immer wieder Personen, die schauen am Freitagsgebet, wer kommt allein in die Moschee, wer geht allein nach Hause, wer braucht vielleicht sozialen Kontakt. Und diese Personen werden dann eingeladen, doch einmal nach Hause zu kommen, zum Gebet, zum Essen und so weiter und so fort. Und diese Leute werden dann abgefangen. Das Problem ist, dass ich Ihnen nicht so ohne weiteres ein Schema F vermitteln kann, wer denn nun anfällig wäre oder wie dschihadistische Biografien genau verlaufen. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Wege in Richtung Dschihadismus. Das Einzige, was wir an Gemeinsamkeit haben, ist, dass das alles Personen sind, die schwere Entfremdungserfahrungen in dieser Gesellschaft erlebt haben und dann eben von dschihadistischen Gruppen aus diesen Entfremdungserfahrungen abgeholt werden. Diese Leute hätten auch von irgendwelchen Psychosekten abgeholt werden können oder von anderen extremistischen Ideologien, wurden aber eben von dschihadistischen Gruppen abgeholt. Aber die Bedürfnisse, die damit befriedigt werden, sind ganz ähnliche wie bei manchen anderen extremistischen Gruppierungen oder Sekten. Die konkreten Ursachen der Radikalisierung sind sehr unterschiedlich. Die treten nicht immer im Gesamtpaket auf, aber es können einige von diesen zusammenkommen. Es geht um die Suche nach Identität, nach Nähe, Gemeinschaft und Sicherheit, nach einem klaren Freund-Feind-Schema, also ich brauche etwas, um mir die Welt zu erklären, ich brauche etwas, um mir mein eigenes Leiden zu erklären, da habe ich klare Feinde. Es geht um Lebens- und Sinnkrisen, es geht auch in vielen Fällen um antimuslimischen Rassismus, das hatten wir vorher schon einmal beim Thema Strategie des IS. Das ist aber nicht der alleinige Grund, weil wenn es das allein wäre, dann hätten wir nicht das Phänomen von Konvertiten zum Dschihadismus. Ein Phänomen, das in Deutschland mittlerweile ziemlich stark ist, in Österreich noch eher in Einzelfällen der Fall ist, aber doch. Meines Erachtens, und das sage ich jetzt aber explizit dazu, dass das meine Meinung ist und dass das etwas ist, was Sie bei vielen anderen, die zum Thema
Radikalisierung arbeiten, nicht finden werden. Das ist nicht wissenschaftlicher Konsens sozusagen. Aber meines Erachtens spielt auch der Mangel an anderen radikalen Alternativen zu unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle. Was meine ich damit? Ich halte es für bis zu einem bestimmten Grad legitim, dass man eben radikal sein kann und dass man etwas radikal anderes haben will wie diese Gesellschaft. Ganz besonders legitim ist das für Jugendliche. Ich weiß nicht, wie Sie mit 16 oder 17 waren, aber ich wollte auch eine völlig andere Gesellschaft und wollte diese Gesellschaft über den Haufen werfen. Ich wollte dafür keine Gewalt anwenden, aber ich wollte ein grundsätzlich anderes gesellschaftliches und politisches System. Und habe daraus ein humanistisch-linkes Weltbild am Ende abgeleitet. Ja? Aber ich war sicher nicht ein solcher langweiliger Salon-Marxist, der ich heute bin, sondern ich war mit 16, 17 schon ein Radikalinski, der Revolution wollte. Ja? In meiner Vorarlberger Kleinstadt hat es gereicht, ein bisschen ein Revoluzzer-Anarchist zu sein, um die Gesellschaft entsprechend verschrecken zu können. Heute würde das nicht mehr wirklich reichen und man wäre unglaublich antiquiert 80er Jahre mäßig, wenn man irgendwo ein Haus besetzen würde oder sowas. Ja? Wenn ich heute als Jugendlicher diese Gesellschaft maximal verschrecken will, dann ist der Dschihadismus mit Abstand die attraktivste Ideologie. Das heißt, wenn ich eine nicht zielgerichtete Unzufriedenheit habe, ja, und ich bei vielen Jugendlichen, also die werden ja nicht politisch, weil sie ein Buch lesen. Ja? Und je nachdem, wenn sie Karl Marx lesen, werden sie zum Marxist und wenn sie Mein Kampf lesen, zum Nazi. Sondern sie sind einmal unzufrieden mit dieser Gesellschaft und je nachdem sozusagen, wer sie da auch auffängt, geht das in so eine Richtung oder so eine Richtung. Und wir haben das Problem, das hat es im Moment wenig humanistische, radikale Alternativen auf dem Markt gibt. Und der IS 2014 sagen konnte, wir bringen die Geschichte zurück. Nachdem 20 Jahre lang einer ganzen Generation, die herangewachsen ist, eingeredet worden ist, dass es nur das TINA-Prinzip, das There is no Alternative-Prinzip von Margaret Thatcher gibt, dass man eigentlich nicht grundlegend diese Gesellschaft in Frage stellen darf, hat plötzlich der IS genau das getan. Natürlich auf die denkbar reaktionärste und menschenfeindlichste Art und Weise. Aber das war eine für zornige, sich marginalisiert fühlende Jugendliche attraktive Alternative. Auch eben, weil andere Alternativen gefehlt haben. Es hat manchmal mit dem Ausbruch aus autoritären Familienstrukturen zu tun. Es hat bei manchen Personen auch mit einer Vorgeschichte aus Drogen und Kleinkriminalität zu tun, also mit einer gewissen Perspektivenlosigkeit. Bei manchen kommen psychische Erkrankungen dazu. Aber die Ursache ist eigentlich nie eine religiöse Erziehung. Also wir haben nicht die Fälle, wo jemand bei Milli Görisch in die Koranschule geschickt worden ist, und dann als Dschihadist herauskommt oder so. Ja? Das sind eher Personen, die aus wenig religiösen oder säkularen Familien kommen und die den Islam erst in seiner dschihadistischen Variante kennenlernen. Und es gibt natürlich auch noch geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Burschen und Mädchen, jungen Männern und jungen Frauen, die sich vom Dschihadismus angezogen fühlen. Bei Burschen hat es sehr, sehr oft mit Männlichkeitsbildern zu tun. Mit soldatischen, gewaltaffinen Männlichkeitsbildern, die oft in dieser Gesellschaft nicht eingelöst werden können. Es hat auch sehr oft etwas zu tun mit fehlenden männlichen Vorbildfiguren. In fast allen Fällen, wo es junge Männer betrifft, haben wir entweder keinen Vater anwesend oder keinen funktionierenden Vater und auch keine männliche Ersatzvorbildfigur, sondern die haben sich auch den dschihadistischen Prediger oder Freund als Ersatzvaterfigur gesucht. Und das ist wahrscheinlich etwas vom Verstörendsten beim IS, es hat auch etwas mit
der Attraktivität von sexualisierter Gewalt für junge Männer zu tun. Der IS ist die, ist nicht die einzige Organisation, nicht die einzige bewaffnete Organisation, die massenhaft sexualisierte Gewalt gegen Frauen ausgeübt hat. Aber es ist die einzige Organisation, die ich kenne, die sich dazu offensiv bekannt hat und damit sogar geworben hat, dass es die Möglichkeit gibt, im IS zu vergewaltigen. Und auch junge Männer und Burschen aus Österreich haben im Herbst 2014 in sozialen Foren offen darüber diskutiert, wie super das ist, dass man im IS jetzt jesidische Frauen kaufen und vergewaltigen kann. Und allein die Zahl, wie stark das präsent war in Diskussionen, zeigt, dass das eines der wesentlichen Motive auch war, um sich gerade dort zu betätigen. Bei Mädchen spielt Sexualität diesbezüglich auch eine wichtige Rolle, aber völlig anders. Der IS hat ganz bewusst mit so romantisierten Bildern vom schönen männlichen Helden, der mit der Waffe in der Hand noch für etwas kämpft, geworben. Die Mädchen sind teilweise bewusst mit Flirtfishing im Internet angeworben worden. Bei den Mädchen haben wir im Gegensatz zu dieser Gewaltaffinität bei den Burschen oft eher einen übertriebenen Altruismus, also so ein ernsthaftes Bedürfnis, den armen Kindern, die vom bösen Assad-Regime bombardiert werden, zu helfen. Es gibt junge Mädchen aus Österreich, die sind nach Syrien gegangen mit der ernsthaften Absicht, dort Kinderkrankenschwester oder Kindergärtnerin zu werden in Raqqa. Und der IS hat ihnen natürlich das eingeredet, dass sie das dort sein können. Man sollte trotzdem auch noch auf einen weiteren Punkt achten, nämlich dass der IS auch, ganz besonders der IS, aber auch andere Formen des Dschihadismus, dem Leiden in der Diaspora einen tieferen Sinn geben. Es gibt einen Naschid. Naschid sind nicht instrumentalisierte islamische Kampfgesänge, könnte man sagen. Und dieser Naschid existiert in hunderten Varianten im Internet, in verschiedenen Sprachen übersetzt. Und zwar bezieht sich der auf eine Episode der Frühzeit des Islams, die Fremden al-Rodaba. Und die Fremden schildert den Weg von Prophet Mohammed und seinen Gefährten in die Fremde, von Mekka nach Medina. Und in der Fremde erneuert sich der Islam und kehrt dann militärisch siegreich zurück. Und in einer Analogie dazu fühlen sich jetzt junge europäische Diaspora-Muslime, die vom Dschihadismus angesprochen sind, quasi als jene, die den wahren Islam aus der Diaspora in die vom Islam abgefallenen Länder zurückbringen. Und damit bekommt sozusagen das Leiden an der Diaspora einen metaphysischen Sinn. Und diesen Sinn bietet der IS und bieten dschihadistische Gruppen an. Ich rede jetzt leider schon etwas länger, als ich geplant hatte. Deshalb nur kurz noch auf einige Punkte. Man kann hier natürlich einhaken. Man kann präventiv einiges tun. Und ich glaube, jenseits der spezifischen Präventionsarbeit ist es hier das Allerwichtigste, dass wir uns als Gesamtgesellschaft die Frage stellen, wie wir es schaffen, eine Gesellschaft aufzubauen, in der es nicht immer mehr Auseinanderdriften, Vereinzelung und Entfremdung gibt. Das ist nämlich das Um und Auf. Dass wir nicht Menschen aus dieser Gesellschaft entfremden. Es geht aber natürlich auch um Deradikalisierungsarbeit. Die Radikalisierung im Gegensatz zur Prävention ist sozusagen das, was dann mit Leuten passiert, die bis zu einem bestimmten Grad in diese Radikalisierungsprozesse schon eingestiegen sind. Ich habe das einmal unterschieden zwischen Sympathisantinnen und Sympathisanten und Dschihadistinnen und Dschihadisten. Dschihadistinnen und Dschihadisten sind quasi die, die schon strafbar geworden sind, und Sympathisantinnen sind die, die sich halt ideologisieren. Da wäre es enorm wichtig im Bereich der sozialen Arbeit,
über nahe Bezugspersonen mit diesen Menschen zu arbeiten, Bezugspersonen, zu denen sie noch irgendeinen Draht haben, Eltern, Freundinnen, Lehrerinnen, Arbeitgeberinnen und so weiter und so fort. Und da geht es letztlich darum, diese Defizite herauszufinden, die Punkte herauszufinden, die die Leute eben in die Entfremdung getrieben haben, die dann bearbeitbar werden. Eine Rolle kann dabei auch das qualifizierte Gespräch über Religion spielen, aber das kann nur ein Teil des Gesamten sein. Ja, niemand wird sozusagen zum Dschihadisten, weil er den Islam falsch versteht. Und dann erklärt man ihm den Islam richtig und dann sagt er, oh, das wusste ich nicht, ich habe die Sura 13 falsch interpretiert, jetzt verstehe ich sie richtig, jetzt bin ich kein Dschihadist mehr. Sondern die Leute werden, die suchen ja eine extremistische Ideologie. Das heißt, die Diskussion über Religion ist ein Teil von einem Deradikalisierungsprozess, aber es geht genauso um psychosoziale und psychotherapeutische Bearbeitung. Und ganz wichtig ist mir auch die Arbeit an Schulen. Schulen sind nämlich oft sowas wie die letzten Orte, wo die Gesamtgesellschaft zusammenkommt. In Wien leider immer weniger, weil wir eine sehr starke Schulapartheit haben zwischen weißen, arisch-katholischen oder in Wien auch nicht-katholischen Gymnasien und Migrantenmittelschulen. Aber am Land gibt es teilweise wirklich noch die Gesamtschulen, wo jeder hingeht. Und in Schulen sind ganz besonders in der ersten Zeit des IS Jugendliche, die auch nur ein bisschen in diese Richtung tendiert haben, sehr, sehr schnell stigmatisiert worden. Weil die Lehrer einfach überfordert waren und nicht wussten, was tun damit. Und mit dieser zusätzlichen Stigmatisierung sind die Jugendlichen teilweise noch zusätzlich in die Arme des IS getrieben worden und oft sehr schnell von den Schulen verschwunden. Jetzt haben wir aber zunehmend auch Personen, die halt tatsächlich bereits straffällig geworden sind und die ja nicht notwendigerweise aus dieser Gesellschaft verschwinden. Ich hätte mir gewünscht, dass es auch eine Möglichkeit gibt, ähnlich wie man das zum Beispiel in Dänemark mit dem sogenannten Aarhus-Modell, das in der Stadt Aarhus eben probiert wird, gemacht hat, dass man so etwas wie eine begleitete und organisierte Rückkehr von, sagen wir mal, reumütigen Rückkehrern aus Syrien anbietet. Das hätte jetzt natürlich nicht für Menschen gegolten, die dort wirklich andere Menschen getötet haben, aber es sitzt ja nicht bei weitem nicht jeder, der in Haft sitzt, in Österreich in Haft dafür, dass er tatsächlich jemanden umgebracht hat. Es sitzen ja Leute wegen terroristischer Vereinigung in Haft, weil sie Propaganda weiter verbreitet haben oder weil sie nur versucht haben auszureisen. Der österreichische Paragraph 278b ist sehr breit und verlegt die Strafbarkeit sehr stark ins Vorfeld einer konkreten Handlung. Also man ist in Österreich auch Mitglied einer terroristischen Vereinigung, wenn man nur ein E-Mail an eine IS-E-Mail-Adresse schreibt und hinschreibt, ich will kommen. Oder wenn man Propagandamaterial auf Facebook teilt und ähnliches. Und jetzt ist auch die Frage eben, was tut man mit Häftlingen, die wegen solcher Delikte, wegen diesem Paragraph 278b Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden sind und die in Haftanstalten sitzen. Die kommen irgendwann wieder raus, das heißt, das Entscheidende ist auch, was man mit ihnen in der Haft tut. Und wir haben als Gesellschaft manchmal die Haltung, dass man Leute, die weggesperrt sind, nicht mehr als Teil der Gesellschaft betrachten. Das ist allerdings eine völlige Illusion, weil sie natürlich weiter Teil der Gesellschaft sind, Angehörige haben, mit der Gesellschaft in irgendeiner Form kommunizieren und eben irgendwann wieder rauskommen. Und ich sage euch eines, bei den meisten Straftätern, das gilt nicht nur für Leute, die wegen terroristischer Vereinigung eingesperrt sind, bei den meisten Straftätern hilft Haftstrafe wenig zur Resozialisation. Und die Frage ist jetzt, was tut man mit ihnen? Das Justizministerium ist sich des Problems durchaus bewusst und es gibt mittlerweile Maßnahmen.
Die Mittel dafür sind aber begrenzt und teilweise gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, die diese Maßnahmen noch wieder unterlaufen. Zum Beispiel werden sehr vielen Verurteilten, die mit einem Asylstatus hier sind, der Asylstatus aberkannt, die Leute werden aber trotzdem nicht abgeschoben. Also ich könnte ja, ich teile die Position nicht, aber ich könnte ja die Idee noch nachvollziehen, dass man sagt, die Leute wollen mal loswerden, wir schieben sie nach Tschetschenien ab. Ja? Das geht aber nicht, entweder aus faktischen Gründen nicht oder weil es ein völkerrechtliches Non-Refoulement-Gebot gibt, wenn einem Menschen im Herkunftsland unter anderem der Tod droht. Das heißt, die Leute sind dann weiterhin hier, haben aber sehr viel schlechtere Resozialisationsbedingungen, wenn sie eben nur mehr einen Duldungsstatus haben und eigentlich weitgehend die Möglichkeit zu arbeiten und so weiter verloren haben. Da fehlt, denke ich, im Moment noch sehr viel an Ideen, was man mit diesen Leuten langfristig tut. Was werden jetzt die zukünftigen Herausforderungen sein? Wir werden in Zukunft mehr Rückkehrerinnen haben. Wir werden vor allem mehr weibliche Rückkehrerinnen haben. Nicht sehr viel mehr männliche Rückkehrer, das kann ich Ihnen gleich sagen. Weder die irakische Armee noch die syrische Armee nimmt Gefangene. Die meisten IS-Kämpfer, die sie erwischt haben, sind sehr schnell exekutiert worden. Machen wir uns da keine Illusionen. Die Leute sind meistens eine Nacht lang gefoltert worden und wenn sie keine Informationen mehr herausbekommen haben, sind die meisten exekutiert worden. Das betrifft selbstverständlich auch die europäischen Kämpfer. Also wer jetzt als Mann noch in der Region ist und beim IS war, wird wahrscheinlich nie wiederkommen. Die Frauen behandeln sie zum Glück etwas besser und die sitzen großteils jetzt in Camps, in Gefangenencamps im Irak. Und dann wird die Frage sein, nehmen die Europäer zurück oder nicht? Oder wird denen im Irak ein Prozess gemacht? Aber mittelfristig denke ich doch, dass wir mehr weibliche Rückkehrerinnen nach Europa haben werden. Späte Rückkehrerinnen sind unter Umständen auch stärker ideologisiert als frühe Rückkehrer, weil sie nicht irgendwie nach 2-3 Monaten enttäuscht zurückgekommen sind, sondern bis zum Ende im IS waren. Und einige dieser Rückkehrerinnen werden mit Kindern zurückkehren. Diese Kinder haben teilweise schlimmste Dinge erlebt, haben Exekutionen gesehen, der IS hat teilweise Kinder auch für Exekutionen eingesetzt. Also es gibt Filmaufnahmen, wo 3-, 4-, 5-jährige Soldaten erschießen. Kann durchaus auch sein, dass ein österreichischer Staatsbürger daran beteiligt war. Was tun mit diesen Kindern? Und natürlich steigt damit auch die Gefahr wieder von Anschlägen in Europa. Das zweite Problem ist aber auch, dass es mehr Flüchtlinge aus dem IS-Gebiet geben. Viele Städte im IS-Gebiet sind durch monatelange Kämpfe schwer beschädigt und zerstört worden. Das gilt für Mosul und das gilt für Raqqa zum Beispiel. Mosul, die zweitgrößte Stadt des Iraks, ist jetzt unter Herrschaft der irakischen Regierung, de facto aber unter Herrschaft von großteils schiitischen Milizen. Und es gibt mittlerweile ziemlich schlimme Berichte, dass einige dieser schiitischen Milizen sich sehr gegenüber den sunnitischen Bewohnerinnen der Stadt aufgeführt haben. Einige dieser sunnitischen Bewohner haben im IS kollaboriert, andere nicht. Es wird bei manchen Fällen sehr schwer sein herauszufinden, ob sie das getan haben oder nicht. Faktum ist, dass wahrscheinlich aus diesen Regionen in Zukunft mehr Asylwerber auch nach Österreich kommen werden, weil die Bedingungen dort zu leben sehr schwierig geworden sind. Jetzt ist die Frage, was tut man mit denen? Der österreichische Paragraph ist im Moment so weit ausgelegt, dass Personen, die längere Zeit unter der Herrschaft des IS gelebt haben, mit nicht sehr geringer Wahrscheinlichkeit sich auch der Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung schuldig gemacht haben. Konkretes Beispiel. Wenn jemand zum Beispiel für die Wasserversorgung von Raqqa gearbeitet hat, unter dem syrischen Regime,
Und nachdem der IS die Stadt übernommen hat, diese Arbeit nicht sofort eingestellt hat und unter der Herrschaft des IS weitergearbeitet hat und dem IS Steuern gezahlt hat, was der IS verlangt hat, dann ist er allein schon deshalb Mitglied einer terroristischen Vereinigung gewesen und könnte nach dem bestehenden Paragraph 278b als Mitglied einer terroristischen Vereinigung verurteilt werden. Es gibt auch erste Fälle, wo solche Asylwerber verurteilt worden sind. Im Moment behandelt die österreichische Justiz, und das entspricht dem österreichischen Gesetz, Leute, die in Syrien gelebt haben und quasi und über die quasi der IS gekommen ist und die dann in irgendeiner Form sich mit dem IS arrangiert haben, gleich wie Österreicher, die runtergegangen sind, um im IS zu leben. Und die große Frage sozusagen, wie gehe ich mit Kollaboration um, die sich ja auch nach 1945 in Österreich gestellt hat, die ist im Moment sehr offen. Und insofern glaube ich, dass auch die österreichische Justiz objektiv damit ein bisschen überfordert sein wird. Also mir tun Richter und Staatsanwälte und Verteidiger leid, die solche Prozesse führen müssen in Zukunft. Wer da einiges nachlesen will, kann das in meinem Buch, das bereits vorgestellt worden ist, vorher tun. Ich habe jetzt etwas zu lange geredet, aber wir haben zumindest noch eine halbe Stunde Zeit für Fragen und Diskussion jetzt, wenn Sie noch Fragen haben.